Das ist Sparta! Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 Filme, die auf einer wahren Geschichte basieren, die sie jedoch falsch darstellten. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. Oh. This is good. Studio 6 Productions. Für diese Liste schauen wir uns verschiedene Filme an, die angeblich auf wahren Geschichten basieren, die Tatsachen jedoch verdrehten und verfälschten. Fällt euch noch eine weitere angeblich wahre Geschichte ein, bei der einige Tatsachen verdreht wurden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Gangs of New York. To defeat my enemy, I extinguish his life. And consume him as I consume these flames. Dieses Epos von Martin Scorsese basiert auf Herbert Asberys The Gangs of New York, An Informal History of the Underworld, das 1927 veröffentlicht wurde. Eine der größten Abweichungen von der Realität ist die Darstellung von Bill the Butcher. Bill basiert auf dem historischen William Poole, tatsächlich aber wurde Poole ein Jahrzehnt vor Beginn der Draft Rights ermordet und hat auch wohl nie jemanden umgebracht. Now you tasted my mutton, how do you like it, huh? In der Tat wurde der Grad der Gewalt im Allgemeinen oft als reine Hollywood-Erfindung kritisiert. Auch die massive Bandenschlägerei am Anfang des Films ist frei erfunden, aber Bandenkämpfe gab es durchaus. Es gab auch keine Schiffe der Navy, um die Unruhen zu unterdrücken, und die Anzahl der chinesischen Amerikaner in New York war stark übertrieben. Nummer 9. Cool Runnings. Dabei sein ist alles. Diese Komödie handelt vom Debüt des jamaikanischen Bobteams bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary. Es genügt zu sagen, dass es sehr disneyfiziert wurde. Die größte Erfindung ist der Bob-Wettbewerb selbst. Oh. This is good. Zum einen wurden die jamaikanischen Athleten nicht als Außenseiter behandelt und das amerikanische Team half ihnen sogar aus, indem es ihnen einen Schlitten lieh. Zum anderen hatte das Team absolut keine Chance, eine Medaille zu gewinnen, auch wenn der Film möchte, dass wir das glauben. Der Crash war auch nicht das Ergebnis eines mechanischen Versagens, sondern schlampiger und unerfahrener Fahrweise. Und die gefühlsmäßige Überquerung der Ziellinie unter tosendem Beifall. Ja, es war eher ein besiegtes Hinken mit sporadischer und lauwarmer Ermutigung. A disappointment for them, I'm sure that they're not able to complete the event. But maybe they should just be thankful that they're able to walk away. Nummer 8. The Imitation Game. Ein streng geheimes Leben. In diesem Film spielt Benedict Cumberbatch Alan Turing, ein Genie, das das Konzept der theoretischen Computerwissenschaft revolutionierte und dabei half, deutsche Nachrichten während des Zweiten Weltkriegs zu entschlüsseln. Noch bevor der Film veröffentlicht wurde, wurde er kontrovers diskutiert, weil er Turings Homosexualität herunterspielte und die Sexbombe Keira Knightley in die Rolle der sogenannten einfachen Joanne Clark besetzte. I am a candidate. For what position? The letter didn't say precisely. Und obwohl Turing Exzentrizitäten hatte, war er nicht annähernd so sozial unbeholfen, wie er im Film dargestellt wird. Auch Turings angeblicher Selbstmord wird bis heute heftig diskutiert. Einige Experten behaupten sogar, dass sein Tod ein reiner Unfall war. Ganz zu schweigen von all den Ungenauigkeiten bei Enigma, wie der Darstellung Turings als Ein-Mann-Truppe, obwohl er in Wirklichkeit Teil einer massiven Zusammenarbeit war. Das ist exactly. Nummer 7. Touchdown. Sein Ziel ist der Sieg. Obwohl er ein außergewöhnlicher und inspirierender Sportfilm ist, ist der Film stark übertrieben. Die Geschichte handelt von Daniel Rudi Rüttinger, einem Mann, der unbedingt für die Notre Dame Fighting Irish spielen wollte, obwohl er nur 1,67 Meter groß war und 75 Kilo wog. Eine starke Abweichung betraf Coach Dan Devine und die berühmte Trikot-Protest-Szene. Devine wurde im Film stark verunglimpft. Nach allem, was man hört, war er eigentlich sogar ein echt ermutigender Mensch. Das ganze Niederlegen der Trikots ist auch nie passiert und Devine sagte dem Houston Chronicle, dass es und seine Rolle darin unverzeihlich sei. Die Menge skandierte auch nicht Rudis Namen, bevor er ins Spiel gebracht wurde. Abgesehen davon hat er tatsächlich einen Sack erreicht und wurde vom Feld getragen.
Das ist auch ziemlich cool. Nummer 6. A Beautiful Mind. Genie und Wahnsinn. Dieser Film mit Russell Crowe in der Hauptrolle basiert auf der Pulitzer-nominierten Biografie des berühmten Mathematikers John Nash Jr. Nash litt stark unter einer psychischen Erkrankung und wurde schließlich wegen paranoider Schizophrenie behandelt. Und während der Film dem Geist von Nashs Geschichte treu bleibt, ignoriert er ein paar wichtige Details. 1953 zeugte Nash ein uneheliches Kind mit Eleanor Stier und ignorierte in der Folge sowohl Eleanor als auch ihren Sohn. Als sie sich schließlich persönlich kennenlernten, dachte ein kranker Nash, sein Sohn würde eine wesentliche und bedeutende Rolle in seiner persönlichen, lang erwarteten Schwulenbefreiung spielen. You are exceptionally odd. I bet you're very popular with the girls. Er hatte auch kein gutes Verhältnis zu Alicia Lard und er wurde wegen seiner geistigen Instabilität nicht gebeten, eine Nobelpreis-Annahmerede zu halten. My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional and back. Nummer 5. Argo. Es ist nicht zu leugnen, dass Argo ein außergewöhnlich gut gemachter Film ist. Seine 7 Oscar-Nominierungen können das bezeugen, aber er ist bei weitem nicht historisch korrekt. Dem Film wurde vorgeworfen, bei der Besetzung von Tony Mendes und Cora Leak Whitewashing betrieben zu haben. Er wurde auch dafür kritisiert, dass er die Rolle der CIA bei dem Coup übertrieben darstellt, wobei Ex-Präsident Jimmy Carter sogar zugab, dass, Zitat, 90% der Beiträge zu den Ideen und der Ausführung des Plans aus Kanada kam. Auch Großbritannien und Neuseeland wurden falsch dargestellt, da sie die amerikanischen Flüchtlinge nie abgewiesen haben. Brits turned them away, Kiwis turned them away, Canadians took them in. Sie haben ihnen sogar geholfen. Und schließlich der angespannte klimatische Moment, in dem es so aussieht, als würde die Gruppe gefangen werden. Ja, das ist auch nie passiert. Studio 6 Productions. Sie sind ohne Probleme entkommen. Nummer 4. Pearl Harbor. Wo soll man bei Pearl Harbor überhaupt anfangen? Das ist ein Michael Bay Film durch und durch, der auf Action und Bombast setzt und jeden Anschein von historischer Genauigkeit zum Fenster rauswirft. Aber werden wir mal konkret. Die Japaner haben das Krankenhaus nie absichtlich angegriffen. Die Darstellung des Doolittle-Angriffs ist fast eine totale Erfindung. Präsident Roosevelt wurde nicht von einem Mann, der dramatisch in den Raum rannte, über den Angriff informiert. How bad? It's still not over, sir. Chester Nimitz und George Marshall waren tatsächlich für einen Vergeltungsschlag gegen Japan. Und dann geht's ins absolut Lächerliche. Roosevelt ist offensichtlich nie in einer dramatischen Willensbekundung aus seinem Rollstuhl aufgestanden. Und der Film klaute Admiral Yamamotos ikonische Aussage, schlafender Riese aus Tora, Tora, Tora. Nach allem, was man hört, hat er das nie wirklich gesagt. Nummer 3, 300. This is Sparta! Die Schlacht an den Thermopylen ist eine großartige Geschichte, aber 300 ist ein reiner Comicfilm, was auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass der Film auf einem Comic basiert. Die Spartaner liefen nicht hemdsärmelig herum und zeigten ihre muskulösen Waschbrettbäuche. Sie waren ganz sicher gepanzert. Es waren auch nicht 300 spartanische Männer in der Schlacht, es waren eher 6000 griechische Soldaten aus zahlreichen Stadtstaaten. Der Film wurde auch für seine idealisierte Darstellung Spartas kritisiert und dafür, dass er eine komplexe Situation zu einer Moralgeschichte der Guten gegen die Bösen herunterbricht. Iphialtes war außerdem ein normaler Malier, kein grotesker spartanischer Ausgestoßener. Mother! Father! You were wrong! Davon abgesehen nimmt sich der Film nicht wirklich allzu sehr ernst, also können wir ihm wohl verzeihen. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty! But tonight! We died in hell! Nummer 2. Greatest Showman. Er mag vor der Übernahme entstanden sein, aber dieser Fox-Film fühlt sich extrem disneyfiziert an. Greatest Showman handelt vom legendären Gaukler P.T. Barnum
und seinem berüchtigten amerikanischen Museum. Dies ist definitiv eine Wohlfühlgeschichte, in der Barnum als fehlerhafter, aber wohlmeinender Geschäftsmann dargestellt wird und seine Attraktionen ermutigende Lieder über den Adel des Andersseins singen. In Wirklichkeit war Barnum eher ausbeuterisch als tolerant und nutzte die sogenannten Freaks als reines Showbiz für seinen eigenen Ruhm und Profit. You know, people aren't gonna like it if you put us on the stage. Oh, I'm counting on it. Er nutzte auch ungeheuerliche Rassenklischees aus, wie die gebrechliche Joyce Heth als George Washingtons 161 Jahre alte Mami zu promoten. Als sie starb, verlangte Barnum von 1500 New Yorkern je 50 Cent, um ihrer öffentlichen Autopsie beizuwohnen. Barnum hat sicherlich einen Film verdient, aber Greatest Showman ist es definitiv nicht. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. But you gave us a real family. Bevor wir nun unsere Nummer 1 verraten, sind hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Catch Me If You Can. Frank hat Leute betrogen, weil er es wollte und nicht um seine Familie zu retten. I'm getting it all back. All the jewelry, all the furs, everything, and everything they took from us, I'm gonna get it back. Gegen jede Regel, die Titans waren absolut dominant und keine der Schulen, gegen die sie antraten, waren ausschließlich weiß. What you did with those boys? You were the right man for the job, coach. Your Hall of Fame in my book. U-571, Mission im Atlantik. Die Geschichte enthielt haufenweise Kritik, weil sie ein Haufen fiktionaler Blödsinn war. Meine Lieder, meine Träume. Die ikonische Wanderung durch die Schweizer Alpen hat nie stattgefunden. Sie hatten einen Zug. Good Morning Vietnam. Wenig im Film basiert auf der Realität. Und Cronauer wurde nie aus Vietnam rausgeworfen. Cronauer, I'm sorry as hell about this thing. God damn it, I like you, son. I like what you do. Most of all, I like what you've done for the men. But facts, facts. This could give the army a black eye. I'm not going to cover for you this time, son. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Braveheart. Mel Gibsons klassischer Kriegsfilm ist sicherlich episch, aber er hat nur sehr wenig Basis in der historischen Realität. Die Darstellungen zahlreicher Charaktere, darunter Wallace, Isabella, Robert Bruce und Prinz Edward, sind alle für die Geschichte erfunden. Zum Beispiel war Isabella während der Schlacht von Falkirk erst 3 Jahre alt. I have come to beg for the life of William Wallace. You're quite taken with him, aren't you? Die zahlreichen Schlachten und Feldzüge werden ungenau geschildert. Die Besetzung Schottlands fand nicht während Williams Leben statt, sondern erst 1 Jahr vor seiner Rebellion. For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Der Film ist voller Anachronismen, wie die Verwendung von Gürtelplates. Longsharks hat sich nie auf das Jus Primae Noctis berufen, dass das eigentlich nie gab. First night, when any common girl inhabiting their lands is married, our nobles shall have sexual rights to her on the night of her wedding. Alles in allem ist Braveheart weit mehr Hollywood-Fiktion als Geschichte. Zumindest gibt Mel Gibson das im DVD-Kommentar zu. Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.